Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu dieser kurzen Einführung Gesicht und Handlesen. Und ich möchte vor allen Dingen in diesen wenigen Minuten ein bisschen von mir erzählen, wie ich das Gesicht und Handlesen brauche. Also einerseits mache ich Lebensberatungen damit, gebe aber auch Kurs. Andererseits kann ich es für mich selber eben auch nutzen. Und ich habe, als ich 27 war, angefangen mit Gesicht lesen. Ich habe dort Walter Allisbach kennengelernt. Das war einer der Väter der Psychophysiognomik. Und er hat geholfen, ein ganzes Netz in der Schweiz aufzubauen. Wir haben jetzt in jeder grösseren Stadt eine Sektion, auch hier in Bern, für praktische Menschenkenntnis. Und da können Sie einmal im Monat ein Thema als Laie können Sie das anhören. Sie brauchen also keine Kenntnis. Und er ist dort mal gekommen und hat zu mir gesagt: Sie, ich sage Ihnen einmal etwas. Sie haben jetzt Ausbildung gemacht für Sozialarbeit und Heimerziehung, aber ich würde Ihnen auf keinen Fall anraten, Beruf zu ergreifen in einem Heim für schwer erziehbare Kinder, weil Sie haben nicht die nötige Dominanz, um durchzugreifen. Ihre Nase ist gerade und mit einer geraden Nase tut man eher psychologisch denken und handeln. Man ist nicht autoritär auftretend wie bei einer gebogenen Nase nach oben. Und sie sind auch sehr schlank vom Hals her. Auch hier unten an den Augen sind sie sehr fein. Da ist die Nervenkraftreserve, von deren ist auch nicht gerade viel vorhanden. Also wenn jetzt irgendjemand rumschreit, dann sind sie sehr rasch am Limit. Und was man eben auch sieht, sie sind extrem harmoniebedürftig. Sie vertragen absolut keinen Stress, Aggression, nichts desgleichen. Das sieht man immer dann, ich weiß nicht, wie viel man da sieht mit dem Gestell, aber wenn es harmonisch geformt ist, das ist Seelenpotenzial, dann gehören sie zu den Menschen, die Aggressivität auf diesem Planeten nicht vertragen. Und das ist immer als Kind sehr schwierig, bis man sich irgendwie hat können einklinken und sich einigermaßen wohlfühlen auf diesem Planeten. Weil Streit ist etwas, was man einfach nicht verträgt. Oder wenn die Menschen unangenehm miteinander umgehen oder mit Tieren, mit Pflanzen. Ich habe zum Beispiel völlig entsetzt gesehen, als ich mit meiner Mama als 8- oder 9-jähriges Mädchen noch einmal gelaufen bin in der Natur und vor mir war ein anderes Mädchen. Und dann hat das mit Freude einfach ein Schmetterling zerklatscht mit der Hand. Und ich weiss noch, wenn ich meine Mama fassungslos angeschaut habe, ich konnte es nicht verstehen. Und dann können Sie sich jemanden vorstellen, wie das rauskommen würde, wenn man ein Heim arbeiten für schwer erziehbare Kinder. Er hat mich völlig getroffen. Weil ich habe in dieser Ausbildung, Sozialpädagogik, habe ich müssen ein Praktikum machen in einem geschlossenen Heim. Das war die Voraussetzung und ich bin gerade gekommen von so einem. 3 Monate Basel, Kinderpsychiatrie, 1:1 Betreuung. Ein Kind auf einen Betreuer, Sie können sich vorstellen, was das heisst. Und ich bin nach dem Praktikum fix und fertig. Ich habe gewusst, dass er das sicher nicht. Und genau das sagt der Walter Allisbach, den er mich sieht. Dann schaut er weiter und dann sagt er zu mir, ich sage Ihnen aber etwas anderes. Sie haben Talent zum Malen, zum Schreiben, zum Dichten, zum Musik machen und zum Komponieren. Und sie verschlampen alles. Sie machen gar nichts, liegt alles brach. Das können Sie eben psychophysiognomisch ablesen, ob jemand das lebt oder nicht. Das hat mich noch mal getroffen. Weil ich zwar gewusst um diese Talente, aber meine Mama hat immer gesagt, Künstler ist ein brotloser Job, vergiss es. Dann dachte ich, ja nur. Und im Gym hat man das sowieso nicht bewertet. Ich hatte zwar die besten Noten gehabt, das hat mir überhaupt nicht genützt für ein Studium. Da werden die wissenschaftlichen Fächer werden da gefordert, aber nicht der musische Bereich. Und weil ich allein aufgewachsen bin mit meiner Mama, mein Papa ist gestorben, als ich 9 war und ich habe keine Geschwister, gehen solche Sätze natürlich viel mehr rein, als wenn noch jemand rum ist, der sagt, ja weißt, das ist schon nicht so schlimm oder probier es doch einmal. Also habe ich halt den künstlerischen Teil in die Schublade da und habe halt normale Laufbahn gemacht, nicht Schule und Abitur etc. Und muss mir mit 27 Jahren sagen, dass ich das nicht brauche, dass das da ist. Und ich habe dann gedacht, er hat ja zwar schon recht, aber gemacht habe ich nichts. Warum habe ich nichts gemacht? Eine kurze Nase, das ist Ungeduld. Ich habe ein breites Knie und eine kleine Hand. Es muss zack, zack gehen, nicht lange rumfasen. Ja, wenn ich jetzt all das gemacht hätte, was er mir gesagt hat, dann hätte ich mir geduldig ans Klavier sitzen und wieder von vorne anfangen zu üben. Ich hätte mir geduldig an die Schreibmaschine sitzen und schreiben. Ich hätte geduldig anhocken und malen.
Und da niemand rum war, ich bin allein gesehen, habe ich gedacht, er hat ja zwar recht, aber ich mache nichts. Also ich muss immer gepusht werden, man muss mich immer von außen pushen, damit ich etwas mache. Und das ist so wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich wollte nie Handlesen lernen schon, aber sicher keine Sitzungen geben, beim Gesicht dasselbe. Und mein Handlesenlehrer, der Alan Smith, vielleicht kennen einige von Ihnen, hat mir gesagt, ich war seine erste Schülerin, die dann rausgegangen ist, hat zu mir gesagt, komm mit an eine Messe und mach deine Beratung. Da habe ich immer gesagt, ich kann das nicht. Dann sagte er, du kannst ja nicht mehr sagen, als du weißt. Da kannst du gar nichts Falsches sagen. Was ist denn? Mach doch. Und er hat eben so eine Nase, die runtergeht, eine ganz lange. Dann hier noch so einen Fleisshöcker. Das ist unglaublich genau der Mann. Und dann hat er hier ein ganz starkes Kinn. Also von der Seite her gesehen, physiognomisch, ist es wie Hacken und schmale Lippen. Der kennt den nichts. Dann sagt er einfach, jetzt mach. Und die Gefühle werden nicht so gelebt. Aber ich habe genau so jemanden gebraucht, der mich gepusht hat, sonst hätte ich es nämlich nicht gemacht. Und dann habe ich beim Messen angefangen und dann ist wieder jemand zu mir gekommen, eine Heilpraktikerin aus Füssen, und hat zu mir gesagt, so, ich habe eine Heilpraktikerschule, du gehst bei meinen Studenten Unterricht für Gesicht und Handlesen. Und dann habe ich gesagt, was mache ich? Und sagt sie, ja, ich habe ganz Haufen von meinen Studenten bei dir vorbeigeschleust. Bist aufgenommen, ist okay. Ich habe das nicht gewusst, ich habe einfach gelesen. Und so wie ein roter Faden bei allen Sachen. Und das ist immer dann, wenn sie bei einem Menschen sehen, dass er eben, jetzt bei mir, dass er von der Nasenform her eben mehr die Gerade hat, die nicht so durchgreifen tut. Nur dann, wenn mich etwas 150%ig interessiert, dann mache ich es. Und dann habe ich plötzlich unglaublich Geduld. Dann kann ich Mandala malen, stundenlang, wo vielleicht ein Mandala sich bei mir am Stand schaut, ein paar gedruckt hat, wo vielleicht ein Mandala 20 Stunden braucht. Das macht mir dann kein Problem, weil ich motiviert bin innerlich, aber wirklich nur dann. Jetzt die Entwicklung. Ich habe mit 35 angefangen mit einer eigenen Praxis, mit Gesicht und Handlesen in Riechen, und ich habe angefangen mit Messen. Und diese Entwicklung, die kann man ablesen bei den Händen. Wenn Sie bei Ihren Händen, bei den Linien, die Saturnlinien anschauen, die Schicksalslinie, das ist die Linie, die von irgendjemandem her in den Mittelfinger geht, da wird auch Saturnfinger genannt, dann gibt es einen Zeitschlüssel, der sagt, dass wenn die Saturnlinie die Kopflinie trifft, bin ich 35 Jahre alt, schneidet, und wenn sie die Herzlinie trifft, dann bin ich 45. Und ich habe gesehen, dass eine Saturnlinie mit 35 stoppt, die hört auf, die geht also nicht weiter. Und nebendran versetzt eine ganze tiefe Kerbe, die von 35 bis 45 läuft. Und parallel zu der habe ich ganz feine, das heisst, ich tue irgendetwas, das ich beruflich könnte, ausüben, im Schlepptau hinter mir herziehen. Ich mache aber nichts damit. Und ab 45 laufen die zwei Linien parallel gleich stark. Das heisst, mit 45 kommt wieder ein Wandel. Ich habe meine Messen aufgebaut. Sie müssen sich vorstellen, 30 Messen pro Jahr. Immer die Wochenende, überall. Schweiz, Deutschland, Österreich. Das ist so meine Reklame, weil ich mache sonst keine Reklame. Ich habe zwar meine Webseiten, aber das läuft. Ich mache das seit 19 Jahren hauptberuflich Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ich habe gedacht, ja, Moment mal. Also, wenn ich meine Hand richtig lesen kann, dann bedeutet das, dass ich mit 45 ganz einfach nicht mehr so viele Messen mache. Es geht gar nicht anders. Weil irgendetwas anderes ja reinkommt. Ich muss doch die Zeit anders noch einteilen. Und das hat mir persönlich dann wieder Bauchweh gemacht. Dann habe ich gedacht, ja, und wie zahle ich denn meine Rechnungen? Ich bin ja selbstständig, ich habe ja niemanden, der mich da unterstützt. Ich bin ja allein. Also, ich habe es aber dann Gott sei Dank wieder vergessen. Ja, dann nicht mehr daran denkt. Ich denke, das macht mir so Freude, das zu machen. Vergiss es, dass man sich mit 45 fängt. Jetzt einfach einmal an. Das Vergessen und Anfangen und nicht so lange darüber nachdenken, zeigt sich daran, dass bei mir der Zeigefinger bei ausgestreckter Innenhand länger ist als der Ringfinger. Das ist das Selbstwertgefühl, das stabil ist. Also, da können Sie sich schnell von einem Fauxpas erholen. Die Ohren sind relativ gross, der Zeigefinger ist lang, der Daumen ist auch relativ gross. Das bedeutet, eine gewisse Risikofreudigkeit ist gegeben. Schauen Sie es einfach einmal. Es macht mir Freude, also fange ich mal an. Ich bin ja flexibel. Ich habe dann einmal gesagt, so meine Freunde, die gesagt haben, du hast einen Kaderposten in Basel mit Pensionskasse, 50%, und könntest du den von einem Moment auf den anderen? Was stellst du dir eigentlich vor? Und ich habe gesagt, das macht doch nicht. Wenn es nicht läuft, das ist
das, was ich jetzt gerne mache, spüre von innen raus, vom Herz raus, das macht mir Freude, so Beratungen. Und wenn es nicht läuft, dann gehe ich wieder putzen. Das ist kein Problem. Der Daumen ist nach hinten abbiegbar. Also gut, dann tut man halt etwas Neues machen. Jemand mit einem langen Daumen, der nicht nach hinten abbiegbar ist, überlegt sich es mehrere Mal, ob er so etwas macht. Wenn auch zum Beispiel, wenn man die Finger zusammenhält, wenn es so unten dicht ist. Weil das zeigt die materielle Grundlage, die muss gewährleistet sein. Und das heisst, ich muss eine Sicherheit haben. Und wenn man durchschauen kann, wie bei mir, dann ist eben das Geistige viel wichtiger als das Materielle. Also ich sage, ich gehe ein Risiko ein und fange mal an mit diesem Beruf. Und wenn es nicht läuft, dann wechsle ich halt wieder. Ich glaube es zwar nicht, aber wir fangen jetzt mal an. Und die Menschen in meiner Umgebung, die da dicht waren, haben gesagt, das ist unmöglich, was du machst. Du hast ja gar keine Absicht. Und dann habe ich gesagt, nein, ich brauche keine. Ich fange jetzt einfach an. Also Sie sehen, man hat da, ist da sehr schnell, ist man da in der Tiefe, wenn man gewisse Punkte weiss, wie man sie lesen muss. Und vor allen Dingen geht es darum, beim Handlesen auch, ich erlebe das immer wieder in der Seminar, dass Teilnehmer kommen und sich so viele Linien in der Hand, ich komme nicht raus und so viele Kombinationen und wie checke ich das und ich muss doch das alles auswendig lernen. Nein! Wenn Sie von der Intuition her gehen, dann können Sie einfach schauen, wo fängt die Linie an und wo geht sie an. Also zum Beispiel fängt die Linie hier unten beim Uranus an, der ist zuständig für Hellsichtigkeit. Geht sie zum Merkur, das ist der Götterboden, das ist der, der kommuniziert. Das heisst, ich tue hellsichtige Informationen aussprechen. Und wenn sie so, man muss natürlich von der Astrologie die Grundkenntnis haben von den einzelnen Planeten und was sie bedeuten. Nur das, nichts anderes. Und dann intuitiv in die ganze Sache hinein. Dann kommen sie nur auf den Punkt. Ich wäre nicht seit 19 Jahren schon in diesem Beruf haupttätig, könnte ich das machen, wenn ich nicht so mit dem Gefühl arbeiten würde. Wenn ich jetzt 100'000 Kombinationen auswendig lernen und stampfbare Hand, dann kann ich sie ja doch nicht brauchen, weil es ist wieder alles ganz anders, was da aussieht. Und das ist das, was ich die Leute oft als Stress mache. Dass sie meinen, sie müssen so und so viel Material bekommen, damit sie damit arbeiten können. Und das ist nicht der Fall. Und das finde ich aber schön. Beim Gesicht ist es schon so, da braucht es sehr viel Wissen. Wie man das kombinieren muss und bei den Händen nicht mehr. Bei den Händen kann man dann schnell reingehen. Und Sie sehen beim Gesicht eben auch den seelischen Aspekt. Den sehe ich bei den Händen nicht. Von der Strahlung, okay, kann sein, von der Haut. Aber wie ein Mensch fühlt innerlich, wo er steht von seinem Bewusstsein her, das sehen Sie an den Augen. Und an der Strahlung von den Augen. Und da kann man eigentlich im Grunde genommen alles ablesen. Also egal, was der Mensch macht oder in welcher Situation er sich befindet, wenn die Augen leuchten oder so einen verinnerlichten Blick haben oder so eine Demutshaltung ist, dann wissen sie, aha, diese Qualität ist gegeben und die zieht dann durch sein Leben durch und da kann man ansetzen. Man kann kantige, eckige, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen, übrigens, jetzt hat es wahrscheinlich getatscht. Ich habe kantige, eckige, er kann kantige, eckige Gesichtszüge haben. Oh, Scheps vielleicht auch, also disharmonisch. Aber wenn die Augen liebevoll strahlen, dann wissen Sie, das ist einfach eine ganz, ganz liebevolle Seele. Also gehen Sie beim Gesicht immer zuerst auf die Augen, schauen Sie dort und alles andere kommt nachher. Es kann sein, ich habe im Freundeskreis auch Freunde, die sehr trauriges Leben gelebt haben, wo sehr viel ausgenutzt worden sind, vergewaltigt etc. etc. und dementsprechend die Maulwinkel ganz stark nach oben gehen. Aber die Augen strahlen. Und wenn dann irgendwie ein Witz macht, plötzlich fangen sie an zu lachen und dann kommt das innere fröhliche Kind kommt wieder zum Vorschein. Darum ist das Auge die Schaltstelle. Und dann schaue ich nach dem Auge schaue ich noch die Ohren an, wie harmonisch sind die. Dann weiss ich vom Seelenpotenzial her, was hat der Mensch mitgebracht von früherigen Leben, also die Sammlung von dem ganzen Leben, fokussiert jetzt auf das Leben. Und dann kann man so langsam in die einzelnen Teile sich reinschaffen. Ich habe dann angefangen, kleine Kompositionen zu machen für mich. Und die Leute haben diese Kompositionen wollen, also meine Seminarteilnehmer, weil ich die auf dem Klavier einmal zu Meditationen gespielt habe. Und dann habe ich gesagt, ich kann nichts. Dann hat es geheißen, ja, mach doch eine CD. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist viel zu kostenaufwendig und überhaupt. Und wo finde ich einen Tonmeister? Und ja, also, das geht nicht. Und ich habe dann in der Zwischenzeit noch eine Ausbildung gemacht für Medialität und Geistheilung. Und ich am Anfang, als ich Handlesen gelernt habe, habe ich gelernt, wenn man einen Stern hat unter dem Ringfinger, dann reüssiert man, wenn man künstlerisch tätig ist. Dann habe ich dort gedacht, oh nein.
Der Walter Allisbach sagt es mir, jetzt kommt der Handleselehrer wieder und sagt mir das Gleiche nochmal, mache immer noch nichts. Und dann plötzlich entdecke ich eines Tages, dass der Stern verschwinden darf. Und dann denke ich, ja, das passt mir aber jetzt gar nicht. He? Also, die Schätze will ich behalten, auch wenn ich nichts damit mache. Das war dann so ein bisschen eine Trotzreaktion von mir. Und dann habe ich halt den Channeling aufgegeben, weil ich dachte, ja, ey, was heisst das? Und dann hat die geistige Welt gesagt, du musst gar nicht fragen, du weißt es genau. Es geht darum, dass du eigentlich die CDs machen sollst und endlich einmal deine Faulheiten wegstecken und absitzen und üben. Wir können nicht für dich spielen, begriff doch das. Wir können dir vieren mit den Händen und mit den Fingern und wir können dir die Melodien eingeben, alles, es geht. Aber wir können nicht für dich spielen. Wir sind nicht in der dreidimensionalen Dichte drin. Dort ist der Haken. Es kommt nach einer Zeit, die du über längeren Zeitraum nicht mehr machen wirst. Das habe ich gehört. Dann habe ich angefangen. Und tatsächlich konnte ich die CD produzieren. 3 Wochen später kriege ich eine Sehnenscheidenentzündung in beiden Handgelenken. Ja, keine Dosse mehr können heben. Was ist passiert? Sie haben bei mir renoviert. Ich konnte die schweren Bierkisten nicht warten, bis die Handwerker kommen am Morgen und selber das übertragen. Nein, ich musste es machen. Die kleine Nase, die kleine Hand, starke Kinn, nichts. Und dünne Hals, es geht einfach nicht, das dünne Handgelenk, das ist einfach zu viel für den Körper. So nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen. Und ich bin dann, weil ich viel Klavier gespielt habe, jeden Tag nach den 1-2 Stunden Klavier bin ich noch Velo fahren und ich habe eine Velo-Lenkstange, das heisst eine Renn-Lenkstange, das heisst mit dem ganzen Gewicht auf die Handgelenk. Also der Fall ist klar, es hat so rausgehen müssen. Die Schulmedizin hat dann aufschneiden. Ich habe gesagt, danke schön, bin davon gelaufen und habe es dann selber wieder auskurieren können. Aber heute weiss ich, ich darf einfach die Hände nicht mehr für schwere Sachen herumzufugen.